Eine wirkliche Wohltat für deinen Körper und deinen Verstand ist folgender Punkt, den du dir mal wirklich vom Anfang bis zum Ende anhören musst. Weil du gehörst nämlich auch sehr wahrscheinlich dazu, die Menschheit, die da draußen sich so bewegt und befindet, die lügt durchschnittlich 100 bis 1000 Mal am Tag. Und stell dir nur mal vor, was du für einen Unterschied bei dir persönlich bemerkst, indem du mal morgen anfängst, nicht ein einziges Mal zu lügen. Du probierst es noch nicht mal. Du kommst noch nicht mal in den Gedanken, irgendjemanden anzulügen. Such dir doch etwas, wie du antworten kannst, aber nimm nicht eine Lüge. Wenn du irgendwie was nicht sagen möchtest, sag einfach nein. Oder irgendwie etwas, was es dir persönlich ermöglicht, um nicht zu lügen. Weil Menschen, die lügen, die haben ein wirklich großes Problem und haben Schwierigkeiten mit der Realität, mit der Wahrheit. Und erst dann, wenn du Probleme hast mit dir persönlich, fängst du an zu lügen, weil du es nicht wahrhaben möchtest, dass du doch so scheiße bist. Und da solltest du mal drüber nachdenken, wie oft du heute zum Beispiel gelogen hast. Andere Leute im Grunde genommen verarscht. Wo du noch nicht mehr hintergekommen bist, weil du es dir eingeredet hast, weil du dir sagst, ich lüge nicht. Natürlich, du lügst nicht. Mit Sicherheit. Und wenn du das mal vernachlässigst, dieses Lügen, du wirst ein ganz anderer Mensch. Und du erkennst automatisch auch, wer dich angelogen hat. Probier das mal, integriere das mit in dein Leben. In diesem Sinne und bis dann.